Hallo Leute, es ist Halloween und wenn ihr denkt, ach, was kann ich eigentlich noch machen für mein Halloween-Party oder für mich selber zum Trinken für Halloween, hier sind ganz easy, praktische Ideen, was ihr machen könnt. Ich habe hier diverse Süßigkeiten, was Halloween-mäßig aussehen. Hier sind Fledermäuse, hier sind Augen und hier sind Sauergummi-Spaghetti. Ihr braucht auch dafür einen Strohhalm oder auch gar keinen Strohhalm. Ihr braucht Lebensmittelfarbe in Grün oder in Rot oder in Blau. Ich habe noch hier so ein paar Perlen, das könnt ihr auch benutzen. Ich habe hier Sprite. Ihr könnt auch ganz normale Mineralwasser benutzen, die zu blubbert. Und ihr könnt dafür statt ein Limo oder Sprite benutzen, ihr könnt auch Ahoi Brausepulver benutzen. Ich zeige euch die Möglichkeit und dann könnt ihr diese für euer Party verwenden. So, ich habe bei einem anderen Glas ganz normal Mineralwasser gemacht. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, das mit Lebensmittelfarbe einfach färben. Oder ihr könnt aber auch Ahoi Brause benutzen. Das mache ich jetzt. Und ihr seht, es busselt ein bisschen, aber das ist nicht so weiter tragisch. So, ein bisschen noch mehr dazu nehmen. Und noch einrühren, damit es richtig schön mischt. Ich werde noch zusätzlich noch rote Farbe dazu mischen, weil irgendwie ist es nicht so rot, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt nehmen wir den anderen. Hier haben wir Sprite. So, einfüllend. Und einfach mit Grün mischen. Und dann mischen. Dann sieht es aus wie eine Hexenbrühe. Sagen wir mal so. So, wenn ihr alles verfärbt habt, natürlich könnt ihr es frei wählen. Grün, Gelb, Blau, Rot. Und das müsst ihr nur noch mit Süßigkeiten halt innen drin halt dekorieren. Das seht ihr dann. Das sieht dann wie ein Hexenbrühe. Hier in Rot. Und hier haben wir was Grünes. Mit einem Auge drinne. Und sind nicht nur lecker, sondern einfach zu machen. Deshalb wünsche ich alle heute einen schönen Halloween. Liken, kommentieren, abonnieren.